Ja, hallo. Ich bin Carsten und heute gibt es dann mal eine VA für den Tobi von Tobi on Tour. Grüß dich, Tobi. Du hast ja anlässlich des Erreichens einer tollen Abonnentenzahl von 100 dazu aufgerufen, dir eine VA zu machen zu dem Thema, wie und was wir draußen in der Natur essen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinen erreichten Abonnenten. Das ist wirklich toll. Ich bin Fan von deinen Montagstalks, muss ich sagen. Da schaue ich immer rein. Finde ich ganz klasse. Ist auch toll. Du bist so ein recht offener Typ. Und da gehört auch ein bisschen Mut zu, so über das Abnehmen zu reden. Das traut sich auch nicht jeder. Ja, ich bin heute hier auf einer kleinen Rundtour durchs Bergische Land und habe jetzt hier so eine kleine Schutzhütte gefunden und mit Tisch, so einen Luxus hast du auch nicht ständig, und habe ich mir gedacht, das ist eigentlich genau der richtige Platz, um mal ein bisschen Pause zu machen, um Tee zu kochen. Und was bei einer Pause auch immer wichtig ist, gerade wenn man ordentlich marschiert ist, einen Rucksack auf dem Rücken hatte, dann ist auch oft der Rücken nass. Da sollte man sich dann auch immer noch mal eine Jacke überziehen. So, was gibt es heute? Erstmal einen Tee. Ja, dann kann ich auf dem Wege dann auch nochmal Danke sagen. Danke, Tobi, für deine VA. Habe ich heute Morgen geschaut. Somit konnte ich deine natürlich nicht vergessen. Nee, aber ich hatte dir ja versprochen, dass ich diese Woche die VA drehe. Und heute auf Tour. Dann habe ich heute auch die Zeit dazu. Ja, das Wasser kocht. So. So, und während der Tee zieht, kann ich dir ja mal erzählen, was ich so meistens draußen esse. Und zwar ist es das hier. Und zwar esse ich fast immer draußen bei meinen Tagestouren selbst hergestelltes Studentenfutter. Ja, was ist da drin in meinem selbst hergestellten Studentenfutter? Also Bananenchips, Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln, Cashewkerne und dann immer verschiedene Sorten Trockenobst,
Hier sind jetzt getrocknete Kirschen drin. Dann habe ich immer noch ein paar kandierte Früchte drin. Oder kandierten Ingwer, sowas dergleichen. Ja, warum ist es so? Ja, ich finde es einfach praktisch. Ich habe immer so einen Beutel in meinem Rucksack. Das heißt, ich kann eigentlich nie vergessen, was zu essen mitzunehmen. Jetzt im Herbst muss man natürlich nicht drauf achten, aber gerade wenn ich im Sommer unterwegs bin und dann im Wald unterwegs bin, möchte ich mir nicht immer oder kann mir nicht immer unbedingt was Warmes machen. Und da ist es dann schon ganz praktisch, so einen Beutel mit Studentenfutter dabei zu haben. Weil da muss ich nichts warm machen und da steckt eine Menge Energie drin. Das Schöne ist auch, da steckt auch einiges an natürlichem Zucker drin. Da ist dann natürlich auch der Vorteil, gerade Fruchtzucker ist dann natürlich auch der Vorteil, das ist Energie, die relativ schnell auch ins Blut geht. Muss nicht unbedingt groß umgewandelt werden und von daher ist das für mich eine ganz gute Sache für unterwegs. So, dann schaue ich doch mal, was mein Tee macht. Oh, ist lecker. Ja, unterwegs trinke ich auch immer sehr gerne Tee. Auch mal gerne Kaffee unterwegs, aber das hat sich für mich mittlerweile so eingebürgert, sage ich jetzt mal so. Ich freue mich immer, wenn ich mir unterwegs irgendwo einen Tee kochen kann. Was für den Carlos sein Käffchen ist, ist für mich mein Teechen. Ja, Tobi, ich hoffe, dir hat es als VA gefallen, auch wenn ich mir hier draußen nichts koche oder heute nichts koche. Es kommt auch vor, also ich sag jetzt mal, wenn es dann knackig kalt wird, dann nehme ich mir schon ganz gerne irgendwie sowas wie eine 5-Minuten-Terrine mit, dass ich dann auch noch was Warmes zu essen im Bauch habe und nicht nur meinen heißen Tee. Aber bei so angenehmen Temperaturen, die im Moment noch sind, brauche ich das nicht unbedingt und da reicht mir dann mein Studentenfutter. Also, ich hoffe, wie gesagt, es hat dir gefallen und würde sagen, wir sehen uns auf YouTube. Ciao.